willkommen bei Axel Burkhardt TV. Ich freue mich, dass wir wieder auf diesem Wege verbunden sind. Und ich möchte anknüpfen an das vom letzten Mal, habe ich ja über zwei Dinge gesprochen, nämlich über Waldorfschulen oder anthroposophische Bewegung und den deutschen Geist. Und die beiden hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Denn wie soll das deutsche Volk, besser noch die deutsche Nation, wie sollen die Deutschen ihre Weltenaufgabe erfüllen? Das geht nur mit dem, was aus der geistigen Welt gegeben wurde, damit die Deutschen das erfüllen können, nämlich die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie, die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, wie Rosa Rudolfstein auch nennt. Und immer der Hinweis, wenn ich von den Deutschen spreche, meine ich die deutschsprachigen mitteleuropäischen Völker, Nationen, Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht sogar auch der Osten von Europa, der Westen von Europa. Also diese Aufgabe zu erfüllen, damit die Welt ihre Richtung geht und die Menschheit ihre Richtung geht, die sie gehen soll, in eine positive Zukunft, in eine friedliche Zukunft, in eine Zukunft der Liebe unter den Menschen, wo die Menschheitsfamilie sich wirklich als Familie empfindet, wo Kriege immer weniger werden. Um dieses Ziel zu erfüllen, ist eben das Wissen um die geistige Welt eine Notwendigkeit. Und es gibt ja die alten vedischen Schriften, die buddhistischen Schriften, all die alten Lehren gibt es ja, da ist ja unglaublich viel über die geistige Welt gesprochen und offenbart, und trotzdem können wir all diese alten Texte nur verstehen, auch die Bibel, mit Hilfe der Geisteswissenschaft. Wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter und müssen deshalb die geistige Welt wissenschaftlich verstehen. Das ist der Auftrag an die Deutschen. Der Auftrag ist, sozusagen eine Wissenschaft von der Religion oder eine Religion als Wissenschaft, eine religionsvolle Wissenschaft oder eine wissenschaftsvolle Religion hier in die Welt zu bringen. Das klingt jetzt komisch, nein, weil Religion ist doch nichts anderes als Wissen und Kontakt mit der geistigen Welt. Früher mussten wir das über Religionen von außen gegeben tun, mussten von außen uns sagen lassen, wie man mit der geistigen Welt umgeht, was gut und böse ist. Die Religionen waren dazu da, den Menschen zu führen. Diese Zeit ist vorbei, liebe Leute. Die Zeit der äußeren Religionen in der alten Form ist vorbei. Und das ist eine gewaltige Aussage, denn da werden jetzt viele sagen, ja, aber, du musst dich entscheiden als Mensch, ob du frei sein willst. Und wenn du frei sein willst, dann kann es keine Autorität mehr geben von außen, die dir sagt, was du zu glauben hast. Nimm das bitte mit, das ist das Entscheidende. Mensch sein. Schau dir bitte diesen Vortrag an über die Bestimmung des Menschen als Geister der Freiheit. Da ist klar gesagt, was deine göttliche Bestimmung ist. Freier Mensch zu sein, ein freies geistige Wesen zu sein, ist das Größte, was es in diesem Kosmos gibt. Was war die Aufgabe der Religionen in den letzten Jahrhunderten? Die Aufgabe und die gute und positive Aufgabe der Religion war, die Menschen im Zeitalter der Dunkelheit so lange an die Hand zu nehmen, mit Hilfe der alten Offenbarungen, der alten Schriften, Bibel und Altes Testament und so weiter und so fort, um sie zu führen, zu leiten, so lange, bis das freie Selbstbewusstsein erwacht. Das ist in diesem Zeitalter der Fall. Seit 500 Jahren sind wir in diesem Zeitalter. Das heißt, die Religionen haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben sie erfüllt. Jetzt haben Religionen diese Aufgabe nicht mehr. Und in dem Moment, wo eine Religion weiterhin daran festhält, den Menschen zu sagen, was er zu tun hat, an was er zu glauben hat, und das ist egal, welche Religion, arbeiten sie gegen Gott. Arbeiten sie gegen die geistige Welt. Arbeiten sie gegen Christus. Ich sage das so deutlich, weil das für jeden, der sich mit Geisteswissenschaft beschäftigt und mit ganz normalem Menschenverstand, völlig klar ist.
Johannesevangelium lesen. Ich schicke euch den Geist der Freiheit, den Geist der Wahrheit, und der wird euch frei machen. Und die Liebe, so Paulus, freut sich nur mit der Wahrheit. Christliche Nächstenliebe gibt es nur auf dem Boden der Wahrheit. Wahrheit finden heißt Wissenschaft. Und seit dem 15. Jahrhundert sind wir im Zeitalter der Wissenschaft. Deshalb sind wir Menschen nicht mehr zufrieden mit Dogmen, mit Vorgaben von außen. Wir wollen frei denken, wir wollen frei entscheiden. Jede Vorgabe von außen, von einer Religion, ist alte Zeit. Wirkt kontraproduktiv. Wirkt gegen die Evolution. Wirkt gegen das, was von der geistigen Welt, von Gott und seinen Herrschern vorgesehen ist für uns, für die Freiheit. Da heißt im Johannesevangelium, sagt Jesus Christus, und der Vater möchte, dass ihm die Menschen im Geiste der Wahrheit dienen. Da steht drin, was Gottes Dienst ist. Und deshalb habe ich zu Beginn dieser Videos hier gesagt, die Welt ist besser geworden. Warum ist sie besser geworden? Weil in den letzten Wochen immer mehr Menschen begonnen haben, sich erneut oder ganz neu mit Geisteswissenschaft auseinanderzusetzen und ein Streben vielleicht beginnen oder erneuern, jetzt geistige, spirituelle Wahrheit zu suchen. Und ein jeder, der nach Wahrheit strebt und eine Wahrheit in sich erarbeitet und erkennt, macht die Welt besser. Dadurch wird die Welt besser, dass wir Menschen eine geistige, spirituelle Wahrheit erkennen, sie umsetzen im Fühlen in ein Ideal und dann für das Ideal nach außen in die Handlung treten und diese Wahrheit versuchen umzusetzen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Bildung, in der Kunst, wo auch immer. Das macht die Welt besser. Und deshalb ist die Welt in den letzten Wochen besser geworden durch euch. Sie ist besser geworden. Und sie wird nur dadurch besser, dass Menschen nach Wahrheit streben, Wahrheiten finden und Wahrheiten umsetzen. Und wir könnten heute eine Bewegung gründen zum Kampf gegen die Lüge. Sowie zum Kampf gegen den Klimawandel, zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Merkt ihr, welche Manipulation, achtet mal drauf, welche Manipulation da stattfindet. Da wird uns eingeredet, wir sollen gegen etwas kämpfen, dann werden wir die Guten. Wir sind die Guten, wenn wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen, wenn wir die Lüge bekämpfen. Weißt du, wie du die Lüge bekämpfst, indem du nach Wahrheit strebst? Kein Mensch braucht in der Welt die Lüge zu bekämpfen, sondern die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit anzuerkennen, auch in Selbstehrlichkeit sich selbst gegenüber. Das macht die Welt besser. Und je mehr Menschen das tun, werden die Lügen verschwinden und die Manipulation. Allein dieses Kampf gegen ist eine Manipulation. Achtet drauf, denkt drüber nach, welcher Geist steht hier dahinter. Das ist Geisteswissenschaft. Immer zu fragen, nicht nur dieses cui bono, sondern auch, wem nützt das, sondern wer steht dahinter? Dem nützt es natürlich, weil der dahinter steht, der mit der Lüge arbeitet, den wir Ahriman nennen, bitte die Videos anschauen, auch im Crashkurs zur Rettung der Welt, die möchte, dass wir in die Spaltung gehen, die möchte weiterhin die Lüge verbreiten und die Manipulation. Und das ist diese große Herausforderung. Und deshalb hier noch einmal diese Botschaft, von der ich weiß, dass viele Menschen eventuell da Hasskommentare schreiben könnten, aber vielleicht denken Sie einmal darüber nach, die Zeit der Religionen ist vorbei. Das Zeitalter der Freiheit ist längst angebrochen. Befreit euch, befreien wir uns von jeder äußeren Religion und finden die innere christliche Religion oder welche Religion auch immer. Es ist eine innere Religion, die nicht mehr von außen gegeben wird. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dein Axel.